Real G, du weißt, dass das hier alles kein Image ist. Aber ey, weißt du, das hat mich an eine Geschichte erinnert. Freunde, vor einigen Jahren hat mich ein Kumpel angerufen, wir taufen seinen Namen jetzt mal einfach als Buddy. Burhans. Ja? Burhans ruft mich an, Bruder, was machen wir heute? Lass mal treffen, ein bisschen so planen. Wir treffen uns, Cousin, wir reden so, was können wir machen, dies, das. Ich weiß nicht mehr genau, ob Burhans den Kontakt hatte oder ich, aber auf jeden Fall war das Gespräch, wir haben jemanden, den wir abziehen. Ein ganzes. Abjatovic. Ah, okay. Ein ganzes Abjat. Ja, nee, ein Kilo. Ich denke mal, ein Kilo, ja, die heute schmeckt. Zu der Zeit, weiß nicht, was war ein Kilo da zu der Zeit? 60, 70, keine Ahnung. Ich denke mir so, holen wir uns. Ich sag, wo müssen wir hingehen? Sagt der Vogelheim. Ich habe Vogelheim? Die Jungs, die Shababs aus Vogelheim kenne ich. Nicht, dass wir einen Shabab abziehen. Hm. Der sagt, nein, ist ein Mann und seine Frau. Ich denke mir, echt? Ich denke mir, okay. Ein ganzes Tamam. Wir fahren hin, damals haben wir Peugeot gehabt. So einen ganz kleinen Peugeot. Peugeot 307. Bruder, du kennst diese kleinen Peugeots, boah, ja. Die haben absolut keine Power. Die sagen zu mir, also er sagt zu mir, wir treffen uns mit denen an der Bushaltestelle irgendwo da. Da war so eine offene Straße. Ich denke mir, Bruder, willst du jetzt ein ganzes hier an der Bushaltestelle am helllichten Tag mit denen abchecken? So, was redest du? Also, Bruder, die haben das gesagt, die fühlen sich da wohl. Das ist ihre Ecke, Jani. Ja, also die hängen da ab. Die hängen da ab, so. Ja. Ich denke, Bruder, wollen die am helllichten Tag mit ein ganzes? Ich so, okay, riskieren wir. Wir haben eh nichts zu verlieren, das ist nicht unser. Wir ziehen die nur ab. Wir fahren mit dem Peugeot auf diesen Bereich, wo der Bus hält. Hm. Ich sehe so einen Typ, der sah aus wie so ein... Ich weiß nicht, wie der aussah, Bruder, aber es war so maximal, ich kaufe 20 Euro Jogginghosen von eBay. Boah. So ein richtiger, hat nur, ich schwöre dir, der hat nur noch so Bier in Hand gefehlt. Also, hast du mal eine Kippe? Hast du mal eine Kippe? Hast du mal eine Drehung? Ja, hast du mal eine Drehung. Genau so einer. Seine Alte, seine Perle, so eine blonde, ja, so brünett, blond, ja, ich weiß nicht mehr genau, die hat so, da war von allem etwas drin, so richtiger Penner. Steht einfach da und hat so eine fette Tüte in der Hand. Von Lidl? Keine Ahnung, so eine Tüte war das. Einfach so, einfach random ein Kilo in der Hand. Ich bin im Auto, ich gucke den Bull Hands an, ich sag dem Bruder, wir werden doch hier hochgenommen, ne? Das ist doch locker eine Observation. Die können doch nicht einfach da stehen mit dem Ganzen. Wir gucken so 3-4 Mal links, rechts, ob versteckte Kamera oder eben Polizei oder so, ne? Die kommen näher. Ich sag, egal, scheiß drauf, ich bin Beifahrer. Ich mach so die Tür auf, die steht hier. Woher haben die das Kilo, Bro? Hör doch mal zu jetzt. Die zeigt mir das ganze Kilo. Ich mach auf, ich guck die an. Ich guck wohl Hands an. Ich mach auf diese Film. Ich will das nicht so in meinen Zungen machen, weil ich mach den hier. Das ist echt? Ich guck die an. Das ist echt? Und die so, ja, alles, wir machen schon lange und so, ne? Ich guck der. Wir machen schon lange. Bruder, hör zu. Das ist so geil. Hör zu. Der Typ steht hinter ihr. Ja. Ich denk mir so, wie kann ich die jetzt abziehen? Ich denk mal, das einzig Logische ist. Gib Gas, Bruder! Gib Gas! Nein! Nein! Der gibt Vollgas, Tür ist auf. Was passiert? Von einem Film in den anderen Film, so ohne Plan, ohne gar nichts. Einfach! Oh, Bruder. Hör doch zu! Dreckig, helllichter Tag, ich gebe Vollgas. Das ganze Kilo in meiner Hand, doch wer hängt an meinen Arsch? Die Alte! Die hat sich dran geklammert und schleift die Straße mit. Nein! Wallah, Billa! Gib mein Zeug wieder! Und die ist so verpisst, ey! Ich tritt den auf ein Auto! Die wollte ich loslassen! Wie ein Pitbull! Like, geh von meinen Eier! Geh weg! Ey, ich tritt die weg, ich seh nur noch
Ich mach Tür zu, ich seh den Seitenspiegel nur noch, wie die rollt. Das sind so die schlechten Filme von Hollywood 1980. Die rollt so, ne? Die macht den Statham. Hör mal zu, die rollt und rollt und rollt. Ich denke mir so, boah, scheiße, hoffentlich ist nichts passiert und so, ne? Aber im nächsten Mal, boah, ich hab ein ganzes Kilo, scheiß auf die. So. Wir gehen zu dem, der hat so eine garagemäßige Wohnung gehabt, so gechillt, guck mal, konnte auf Undercover. Wir gehen hin, boah, schon urlange her, ne? Wir gehen hin, wir gucken so das Abiat. Ich denke mir so, Alter, das ist komisch, Mann. Das ist doch kein Abiat, denke ich mir. Peppen. Bruder, das war einfach ein ganzes Kilo Pep, Alter. Nein, Bruder. Like, Amanda, komm, das kannst du nicht mal verschenken. Nein, Bruder, das kauft keiner, Bruder. Das kauft kein Arsch. Ja, nee. Der hat die angerufen. Von 70.000 Gewinn, wenn man das auf... Bruder. Auf Dings, ich werde nicht Dings reden, einfach so auf 800 Euro gefallen. Cousin, maximal. Hör zu, wir rufen die an. Wo seid ihr? Ja, was soll das? Kommt, holt euer Zeug. Nein. Wir haben uns wieder mit denen getroffen. Und haben den ihr Pepp. Hier, nimm dein Bella. Nimm das zurück. Und dann sagt die einfach zu mir, ey, ihr seid voll korrekt. Die sagt zu mir, boah, ist er richtig korrekt. Ich sag zu mir, ey, ist hier irgendwas passiert? Ich wollte, wir mussten schnell los. Wir dachten, Polizei ist hinter uns. Wir wollten dich gar nicht abziehen. Als wir gemerkt haben, dass keine Polizei ist, haben wir euch angerufen. Schlechte Gewissen hat geplagt. Du Wichser. Ich sag, ist dir was passiert? So und so. Die so, nein, alles gut. Hauptsache, wir haben unser Zeug wieder. Wenn ihr mehr braucht, sagt Bescheid. Wenn ihr wieder was braucht, ich brauch von euch gar nichts. Und ich hab mich gemerkt. Gib mal dein Handy. Lösch mal meine Nummer. Gib mal deine Mutter. Ich sag euch jetzt schon mal. Halt euch fern von diesen Drogenscheißen. Ne? Aber ich sag euch, ein Kilo Pep. Ich wollte sogar, das einen verschenkt. Da hat gesagt, bitte lass mich in Ruhe. Ich will das gar nicht. Was? Alter Schwede, Digga. Oh, shit, Mann.